Mit Veröffentlichung der Interpretationen zu den Basketballregeln hat der Basketball-Weltverband FIBA zu Beginn dieser Saison explizit das Zylinderprinzip auch für den angreifenden Spieler aufgenommen. Unter Punkt 33.2 wird exakt jener Fall aufgeführt, der in unserer heutigen Aktion vorliegt. Ein Angreifer, der zu einem Wurf in der Luft ist und sein Bein aus seinem Zylinder bewegt und dadurch Kontakt mit dem Verteidiger verursacht, ist für diesen Kontakt verantwortlich. Die Schiedsrichter sind gehalten, dies als Foul des Werfers zu ahnden. Rot 0 streckt erkennbar im Originaltext extends his leg out of the boundaries of a cylinder aus seinem Zylinder. Es kommt zum Kontakt mit dem heranspringenden Verteidiger Blau 7. Dieser Kontakt entsteht ausschließlich durch das Herausstrecken des Beins. Dies ist ein Foul von Rot 0. Für die Schiedsrichter ist in einer solchen Situation darüber hinaus weiter von Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt sich das Foul durch den Werfer ereignet hat. Es gilt hier zwei Fälle zu unterscheiden. Erstens, der Ball ist noch auf der Hand, als sich das Foul ereignet. Ein gegebenenfalls erzielter Korb kann da nicht zählen. Dies ist ein klassisches Offensivfoul. Zweitens, der Ball hat die Hand bereits verlassen, als es zum Kontakt durch den Angreifer kommt. Ein gegebenenfalls erzielter Korb würde dann zählen und für den Fall, dass die angreifende Mannschaft bereits 4 Teamfouls hat, gäbe es nun 2 Freiwürfe für die verteidigende Mannschaft. Hat der Ball also die Hand des Werfers Rot 0 in unserem Beispiel bereits verlassen, als es zum Foul kommt, und der Ball geht nicht in den Korb, muss Team Blau 2 Freiwürfe erhalten wegen Überschreitung der Teamfoul-Grenze durch Team Rot und weil dieser Kontakt nicht als Offensivfoul betrachtet wird. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.